Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Dr. Ostermann, lieber Herr Köhner, meine Herren Bürgermeister, ich bin heute früh aus dem deutschen Südwesten sehr gerne zu Ihnen hier nach Herford gekommen. Wenn es Sprachprobleme geben sollte, bitte ich freundlicherweise, mir das zu signalisieren. Vielleicht gibt es einen Simultan-Dolmetscher. Jemand, der mal aus dem Süden hier nach Norden gekommen ist, ein Bäcker oder sowas ähnliches, wenn Sie auch mal ein paar gute Brötchen aus dem Süden genießen können oder anderes mehr. Ich möchte herzlich beglückwünschen den Kollegen Dr. Ostermann zu seiner Wahl. Er wird ja jetzt auch im Innenausschuss des Deutschen Bundestags arbeiten und ich glaube, dass er jemand sein wird, der diese Region hier mit ganz, ganz viel Engagement und mit Leidenschaft vertreten wird. Also ich glaube nicht, dass er in Berlin so wie eine Transall steigen wird, sondern ich habe irgendwie so den Eindruck, dass er wie eine Rakete appelliert. Auf dem Weg, so eine Rundreise durch Deutschland zu machen und sie besuchte unterschiedliche CDU-Landesverbände, um dann ein größeres Stück im Spiegel über die CDU Deutschlands zu schreiben und über die CDU-Landesverbände in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg, meinem Heimatland, glaubte sie zu wissen. Ich zitiere, im nahenden Bundestagswahlkampf droht die Schwäche der beiden Landesverbände auch für Parteichefin Angela Merkel gefährlich zu werden, denn als schlagkräftige Wahlkampfmaschinen sind diese beiden Landesverbände nicht zu gebrauchen. Ende des Zitats. Und meine Damen und Herren, noch zwei Wochen vor der Bundestagswahl, meinte dasselbe Magazin mit Sicherheit feststellen zu können, dass Angela Merkel, ich zitiere noch einmal, auf die nach Wahlniederlagen ramponierten CDU-Landesverbände Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nicht bauen wird können. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, und nicht einmal zwei Wochen nach dem Erscheinen dieses letzten Artikels haben die Wählerinnen und Wähler in Deutschland ein Urteil gefällt. Und danach hat die CDU mit 41,5% das beste Ergebnis seit 20 Jahren bekommen. Und dieses Ergebnis ist hier in den bevölkerungsstarken Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg errungen worden. Und das heißt, Angela Merkels glänzender Wahlsieg ist von Ihnen, von uns, von der CDU in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg errungen worden. Angela Merkel hat sich auf uns verlassen können, meine sehr verehrten Damen. Und das Ergebnis hat doch etwas auch, ich glaube jedenfalls, dieses Ergebnis der Bundestagswahl hat auch etwas mit der Politik der beiden Landesregierungen in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg zu tun. Dort, wo die Menschen jeden Tag die Ergebnisse einer schlechten Landespolitik erspüren können, dort ist das natürlich eine besondere Lage, weil die Menschen in ihrem Bundesland Nordrhein-Westfalen jeden Tag sehen,
dass es eine Landesregierung gibt, die nicht Chancen für die Menschen neu schafft, sondern sozusagen Chancen verbraucht. Deswegen vor allem haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen und auch in meinem Land Baden-Württemberg gesagt, Rot-Grün, das ist kein Erfolgsmodell. Und deswegen wollen wir auch kein Rot-Grün im Bund. Die CDU soll weiter regieren und Angela Merkel soll weiter die Bundeskanzlerin in Deutschland bleiben. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen. Schauen Sie sich einmal die Finanzpolitik in Ihrem Land in Nordrhein-Westfalen. Nur mühsam, meine Damen und Herren, hat sich doch diese Gesellschaft darauf verständigt, dass Schulden im Grunde genommen ein Übel sind und ins Elend führen. Und diese Gesellschaft hat sich verständigt, dass wir nicht mehr auf Kosten künftiger Generationen leben wollen. Und kaum ist dieser Konsens errungen, zeigt die Politik der Ministerpräsidentin Kraft vor allem eines: dieser Konsens ist sehr zerbrechlich. Gleich die ersten Haushalte der rot-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen waren ja verfassungswidrig. Und nun habe ich mir vor dem Besuch bei Ihnen heute hier einmal die mittelfristige Finanzplanung in Nordrhein-Westfalen angeschaut. Sie wissen ja, wir Schwaben interessieren uns immer fürs Geld. Meine Damen und Herren, als ich mir diese mittelfristige Finanzplanung angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass die Pläne der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen noch im Jahr 2017 2 Milliarden Euro neue Schulden vorsehen. Und dass bis zu diesem Zeitpunkt im Übrigen kaum Einsparungen stattfinden sollen. Das bedeutet, für die dann bis zum Jahr 2020 nur noch verbleibenden 3 Haushalte bis zur Notwendigkeit, die Schuldenbremse des Grundgesetzes zu erfüllen, müssen in 3 Haushalten dann enorme Summen eingespart werden. Und zwar so enorme Summen, dass man schon die Frage stellen kann, wie soll das gelingen? Aber die Antwort ist ganz einfach. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sozialdemokraten und Grüne müssen jetzt mit den Einsparungen anfangen, wenn Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2020 die Schuldenbremse einhalten will. Das, was die Ministerpräsidentin Kraft mit ihrer mittelfristigen Finanzplanung vorgelegt hat, ist jedenfalls aus meiner Sicht nichts anderes als die Ankündigung eines erneuten Verfassungsbruchs hier in Nordrhein-Westfalen. Und ich freue mich, dass der Kollege von der FDP da ist. Da hatten wir in der letzten Koalition leider große Schwierigkeiten, hinter dieses Thema einen Haken zu machen. Die europäische Integration unseres Landes bedeutet deswegen nicht entgegen einer weit verbreiteten Meinung Verlust staatlicher Souveränität, sondern in Wahrheit ist das gerade die zeitgemäße Wahrnehmung von staatlicher Souveränität. Ich meine, dass es ja eigentlich ein Segen ist, dass Deutschland Exportweltmeister und damit ein Stück weit auch Lokomotive ja für ganz Europa und für diejenigen, die Probleme haben, ist. Man macht doch Europa nicht dadurch stark, dass man die Starken schwächt, sondern wir müssen schauen, dass die Schwachen etwas auf die Beine kommen und stärker werden. Und es gehört sicher dazu, auch das Thema Sozialmissbrauch. Natürlich darf und soll man so etwas ansprechen, aber man muss es differenziert ansprechen. Es ist übrigens nicht differenziert angesprochen, wenn man sagt, diejenigen, die sich um solche Probleme sorgen, das sei alles Stimmungsmacht. Das ist ja nicht wahr. Schon vor einem Jahr hat der Deutsche Städtetag einen Hilferuf gestattet. Und dieser Hilferuf kam im Übrigen auch aus Städten, aus Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen. Und in diesem Positionspapier des Deutschen Städtetags, der des Populismus
in einer solchen Frage wahrscheinlich doch sehr unverdächtig ist, haben die Kommunalen genau beschrieben, was sie von den Bundesländern erwarten. Aber in der Summe ist die Gefahr und die Bedrohung für Deutschland nicht die Arbeitslosigkeit, die soziale Zuwanderung, sondern das tatsächliche Problem, das heute schon steht und in den nächsten Jahren massiv füllen wird. Ich wünsche Ihnen Glück, Erfolg, Zufriedenheit.